Herzlich willkommen zu Mobility. Heute habe ich dabei die Waldi und die Laura. Wir haben heute einen kleinen Fokus gesetzt und zwar Schwerpunkt Unterkörper. Hauptsächlich kümmern wir uns heute um die Hüfte, ums Hüftgelenk, aber auch natürlich um die Skelettmuskulatur drumherum. Wir bearbeiten also alles ein bisschen durch. Wir haben verschiedene statische, aber auch dynamische Übungen mit dabei. Also alles ein bisschen mit integriert. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt los. Das Einzige, was ihr braucht, ist eine Unterlage, eine Matte oder ein weiches Handtuch. Wir starten erstmal im Stand. Setzt die Füße hüftbreit auf, kippt dein Becken einmal nach oben zur Decke. Eine neutrale Stellung der Wirbelsäule. Hände darfst du gerne erstmal in die Hüfte nehmen. Die Schultern tief, der Kopf ist lang und dann heben wir das rechte Bein vom Boden ab. Such erstmal einen Punkt im Raum, dass du deine Stabilität finden kannst. Versuch das Knie nun langsam so weit anzuheben, bis du auf einer Linie mit deinem Hüftgelenk angekommen bist. Wenn es dir hier zu schwer wird, darfst du dir gerne einen Stuhl oder dich einfach an den Tisch stellen, dass du dein Gleichgewicht ein bisschen unterstützen kannst. Wir starten mit der ersten hüftmobilisierenden Übung, ein bisschen zum Aufwärmen. Beweg dein rechtes Knie langsam nach außen. Und wenn du hier angekommen bist, ziehst direkt nach hinten weiter. Versuch dabei aber beide Hüftgelenke nach vorne zeigen zu lassen. Langsam wieder tief und wir kommen wieder nach vorne oben, über die Seite. Fuß nach hinten ziehen und langsam wieder nach vorne. Mach das in deinem Tempo, wie du die Stabilität und dein Gleichgewicht halten kannst und vor allem beide Hüftgelenke schön vorne und nach oben gekippt. Versuch dein Knie an jedem Punkt vorne, seitlich und hinten so hoch zu lassen, wie du kannst, dass du den vollen Bewegungsradius vom Hüftgelenk ausnutzt. Noch zwei Runden. Setz den Fuß dann langsam wieder ab. Schau nochmal, dass du hüftbreit stehst. Kipp das Becken nochmal nach oben Richtung Decke, Schultern sind tief und heb dann das linke Knie langsam nach oben. Such dir wieder einen Punkt, wenn du möchtest, finde dein Gleichgewicht. Und starte dann langsam mit der Rotation. Nach außen, nach hinten und langsam über die Mitte wieder nach vorne. In deinem Tempo und denk dran, das Knie so hoch wie du kannst. Noch zwei Runden. Ein letztes Mal. Knie nochmal schön hoch und setz den Fuß dann wieder hüftbreit am Boden ab. Beine noch einmal kurz auslockern, die Schultern tief und dann setzen wir die Hände direkt oberhalb der Knie auf den Oberschenkeln auf. Die Beine sind ganz leicht gebeugt und mach dich dann einmal rund. Den Kopf ziehst du Richtung Knie und drückst dich dann mit den Händen über den Kopf, über die Halswirbelsäule nach oben. Mach dich schön lang und wenn du oben angekommen bist, mach dich direkt wieder rund. Von der Lendenwirbelsäule bis nach oben zur Halswirbelsäule. Nimm das Becken in der Bewegung schön mit. Atme dabei tief ein und aus und mach dich schön lang und ganz kugelrund. Lass den Oberkörper dann tief, streck die Beine langsam aus und lass dich einfach mal locker nach unten hängen. Die Kniekehlen sind ganz durchgedrückt, die Füße fest am Boden und der Kopf hängt locker an der Wirbelsäule. Du darfst ihn auch gerne ein bisschen hin und her bewegen.
Beug die Beine dann ganz leicht an und roll dich langsam nach oben zurück in den Stand. Wir stellen die Füße nun relativ breit auf, etwas breiter als hüftbreit, sodass wir in einen breiten Squat oder Kniebeuge gehen können. Schultern sind wieder tief und wir kommen langsam nach unten. Hier siehst du jetzt, ob deine Stellung richtig ist. Die Knie sollten nämlich auf einer Linie mit deinem Sprunggelenk oder dem Mittelfuß stehen. Oberkörper ist nun schön aufrecht, die Knie zeigen weit nach außen Richtung Zehenspitzen. Nächste Übung für die Hüftmobilisation. Wichtig hier, wenn es zu schwer ist oder du deine Position nicht halten kannst, komm einfach weiter nach oben. Ansonsten bleib schön weit unten und wir starten nun mit der einen Seite, das Knie nach innen zu drehen. Bleib hier in der Luft und komm langsam wieder zur Seite. Seitenwechsel. Wichtig auch hier, die Hüfte, das Becken bleibt auf einer Linie und schaut weiterhin nach vorne. In deinem Tempo, versuch die Spannung schön zu halten und denk dran, wenn es nicht geht, komm lieber ein bisschen weiter nach oben und Stück für Stück tief in deine Position. Wenn es zu anstrengend wird, dürft ihr die Knie zwischendurch auch gerne mal am Boden absetzen. Noch einmal pro Seite. Streck die Beine dann langsam wieder aus und nimm den Oberkörper noch einmal tief. Wenn du kannst, setz die Hände nun am Boden auf und versuch deinen Rücken mal gerade zu machen. Das Becken zieht schön nach oben zur Decke. Die Lendenwirbelsäule drückt sich also in ein leichtes Hohlkreuz. Wenn das nicht geht, darfst du die Beine gern leicht anbeugen. Beug die Beine leicht an, roll dich auf. Schultern tief, Füße bleiben gleich und wir kommen gleich wieder in die Tiefkniebeuge. Zweite Runde. Rechtes Bein langsam nach innen und Seitenwechsel. Nur jeweils einmal pro Seite noch. Komm dann noch einmal mit rechts tief und setz das Knie am Boden ab. Dreh dann die Ferse und den ganzen Fuß nach hinten und setz die linke Seite nach außen, sodass wir hier schon eine Dehnung auf dem Hüftbeuger haben. Oberkörper aufrecht und auch hier zeigt die Hüfte wieder möglichst weit nach vorne. Komm dann langsam mit der Hüfte tief, zieh das Knie nach außen und die Hüfte schön nach vorne. Auch hier entscheidend, das Becken immer schön nach oben Richtung Decke ziehen, dass wir die Innenseite der Oberschenkel und den Hüftbeuger schön lang ziehen. Komm langsam zurück zur Mitte und wechsel die Seite. Das Knie schön weit nach außen und komm langsam mit der Hüfte tief. Nach 4, 3, 2, langsam zurück zur Mitte. Dreh dann den hinteren Fuß nach außen, dass wir in einem Ausfallschritt stehen. Die Hände darfst du neben dem Vorderfuß absetzen. Den hinteren Fuß stellen wir einmal auf und kommen mit dem Knie nach oben. Zieh die Ferse Richtung Boden, dass wir das Bein schön lang machen. Setz dann
die rechte Hand neben den rechten Fuß, sodass ihr beide Hände auf einer Seite habt. Die linke Hand hebt vom Boden ab und zieht weit nach oben Richtung Decke. Wir haben hier die erste Kombination, also eine dynamische Dehnübung aus zwei Übungen kombiniert. Setz die Hand wieder ab und dreh dann die Hüfte auf der linken Seite direkt nach unten Richtung Boden. Wir dehnen also den rechten Gesäßmuskel sowie die komplette Oberschenkelvorderseite. Komm langsam wieder nach oben, setz den Fuß auf, öffne dich. Wenn du oben bist, direkt wieder zurück, die Hüfte Richtung Boden. Und wechsel zurück. Lass das hintere Bein lang und versuch nur die Hüfte Richtung Boden zu ziehen. Auch hier, wie immer in deinem Tempo. Versuch deinen Bewegungsradius jedes Mal Stück für Stück ein kleines Stückchen zu vergrößern. Komm noch einmal nach vorne, zieh die Wand, Hand weit nach oben und wenn du kannst, schau ihr gerne hinterher. Öffne die Brust, öffne deinen Hüftbeuger. Setz die Hand einmal ab und komm noch einmal mit der Hüfte Richtung Boden. Lass die Schultern schön tief, bleib aufrecht mit dem Oberkörper. Komm dann langsam zurück in die Mittelposition, setz die Hand wieder nach rechts, setz die Fußspitze noch einmal auf und dann nimm den rechten Fuß mit nach hinten und komm mit der Hüfte einmal komplett zurück Richtung Fersen, komm in die Kinnposition. Kurz tief durchatmen. Komm dann wieder nach vorne, nimm die Hüfte nach oben und komm mit einem großen Schritt mit dem linken Fuß nach vorne. Setz die linke Hand nach innen und öffne dich mit deiner rechten Seite. Die Hand zieht weit Richtung Decke, die Ferse Richtung Boden. Setz die Hand tief ab und zieh die Hüfte rechts Richtung Boden. Wir beginnen direkt, setz den Fuß wieder auf, öffne dich, komm zurück, zieh die Hüfte Richtung Boden, in deinem Tempo. Versuch die Bewegung Schritt für Schritt immer ein bisschen flüssiger werden zu lassen und den Radius in kleine Stückchen zu erweitern. Komm noch einmal nach oben und verharre kurz in der Endposition. Und wir wechseln noch einmal nach unten, die Hüfte tief, der Oberkörper bleibt schön aufrecht. Komm zurück zur Mitte. Setz die Hände wieder auf.
komm mit dem linken Fuß noch einmal zurück und komm jetzt ins herabschauenden Hund oder in das umgekehrte V. Die Fersen ziehen weit zum Boden. Fang an, rechte und linke Ferse einmal abzuheben, die Beine anzuwinkeln und die andere Ferse jeweilig noch tiefer in den Boden zu schieben, dass du die Waden auch schön mitdehnen. Wenn du möchtest, kannst du auch gerne deine Hüfte ein bisschen mitbewegen, ein bisschen eindrehen, nach rechts und nach links. Setz dann beide Fersen wieder ab, komm langsam nach vorne ins Brett und nimm deinen rechten Fuß wieder mit. Leg dann das hintere Bein am Boden ab, nimm den Oberkörper aufrecht und zieh die Hüfte langsam zurück. Nimm den linken Arm dann über den Kopf nach hinten und versuch einmal dein Bein oder deine Wade zu erreichen. Wenn du mit der Hüfte weiter nach hinten kommst, ist es ein bisschen einfacher. Nimm den rechten Arm mit über Kopf und zieh ihn weit nach hinten. Wenn es gut funktioniert, kannst du die Hüfte nur noch ein Stückchen weiter nach vorne schieben und das Becken rausdrücken, dass du den Hüftbeuger noch mehr in die Dehnung bringst. Nimm den rechten Arm wieder zurück, die Hüfte nach hinten und den Oberkörper langsam wieder tief. Zieh dann die Hüfte noch ein zweites Mal zurück, bleib mit dem Oberkörper diesmal aber tief Richtung Oberschenkel, dass wir die Oberschenkelrückseite schön lang machen. Zieh die Brust aktiv Richtung Knie und versuch deine Fußspitzen in den Boden zu krallen. Die Hüfte langsam wieder nach vorne. Setz den hinteren Fuß wieder auf, komm mit dem Knie nach oben, komm mit der Hüfte langsam zurück in das Herabschauen, in den herabschauenden Hund, das umgekehrte V. Zieh die Fersen noch einmal Richtung Boden. Komm direkt wieder nach vorne, nimm den linken Fuß mit. Das hintere Knie legen wir wieder ab. Die Hüfte zieht nach hinten. Nimm den rechten Arm mit und zieh Richtung Wade. Finde die Stabilität und wenn du die hart gefunden hast, nimm den linken Arm dazu. Mach dich schön lang und zieh die Hüfte nach vorne. Den linken Arm zurück, die Hüfte langsam nach hinten. Setz die Hände wieder auf. Zieh die Hüfte wieder zurück, diesmal auch hier der Oberkörper bleibt tief. Die Brust zieht aktiv Richtung Oberschenkel. Die Fußspitzen krallen sich fest in den Boden. Thank you.
komm mit der Hüfte langsam zurück. Nimm dann den linken Fuß nach hinten und komm in den Vierfüßlerstand. Über den Vierfüßlerstand kommen wir direkt nach vorne in die Bauchlage. Wir starten wieder mit einer kleinen hüftmobilisierenden Übung. Leg den Kopf ganz locker auf deiner Stirn ab. Starte dann mit dem linken Fuß, winkel das Bein an. Zieh den Fuß so weit, bis er ungefähr auf einer Linie mit deinem Knie ist. Heb dann den Oberschenkel auf der linken Seite einmal komplett vom Boden ab. Rotiere ihn nach außen, zieh das Knie also über den Boden langsam Richtung Schulter. Und wenn du am maximalen Punkt angekommen bist, legst du es wieder ab. Schwierige Übung, aber versuch es hier in deinem Bewegungsradius zu machen und das Knie so weit oben zu lassen, wie du kannst. Komm mit dem Knie wieder nach oben, dreh es nach hinten und wenn du in der Mitte angekommen bist, wieder ablegen. In deinem Tempo. Und du merkst hier, der ganze Körper muss mitarbeiten. Die Bauchmuskulatur, die Beinmuskulatur, natürlich auch die Po-Muskulatur. Versuch den Radius Stück für Stück ein kleines bisschen zu erweitern. Und den Oberkörper so gut es geht zu entspannen. Noch zwei Wiederholungen in deinem Tempo. Leg beide Beine wieder ab und dann wechseln wir direkt die Seite. Rechtes Bein anwinkeln, den Oberschenkel langsam abheben, über die Seite zur Schulter ziehen und wenn du am maximalen Punkt angekommen bist, wieder absetzen. In deinem Tempo. Noch zwei Wiederholungen. Beide Beine wieder Richtung Boden ablegen. Setz die Hände nun etwas vor den Schultern am Boden auf und drück den Oberkörper nach oben in die Cobra. Das Becken bleibt am Boden fixiert, die Schultern sind tief. Leg den Oberkörper langsam wieder ab. Und wenn das gut funktioniert hat, nimm die Hände gerne noch ein Stückchen näher zu den Schultern ran und drück dich noch ein zweites Mal nach oben. Die Schultern immer sind weit weg von den Ohren und die Beckenknochen am Boden fixiert. Wir bauen noch was Kleines an. Fang langsam an, rechtes und linkes Bein anzuheben und die Fersen Richtung Po zu ziehen. Auch hier in deinem Tempo. Komm direkt wieder zurück, wenn du oben angekommen bist und wechsel die Seite.
Leg beide Füße ab, den Oberkörper langsam tief. Lass den Oberkörper locker und bring beide Fersen Richtung Po. Wenn du drankommst, umgreif nun mit deinen Händen deine Füße am Sprunggelenk. Zieh die Fersen weit zum Po. Die Schultern sind aufrecht und jetzt ist entscheidend, dass du dein Becken richtig fest in den Boden drückst. So verstärken wir die Dehnung in der Oberschenkelvorderseite und auch im Hüftbeuger. Desto fester du nun dein Becken in den Boden drückst, desto stärker ist die Dehnung. Die letzten 4 Sekunden. Lass die Beine langsam wieder ab und dreh dich dann einmal um in die Rückenlage. Das linke Bein ist lang, das rechte bleibt erstmal angewinkelt und zieht dir dann über die Mitte mit dem Knie Richtung Brust. Umgreife gerne dein Knie und zieh es weit nach oben. Die linke Kniekehle drücken wir ganz fest in den Boden. Wechsel deine Griffposition dann einmal nach innen und umgreife deine Oberschenkelrückseite. Der Oberschenkel bleibt weiterhin Richtung Brust und versuche aus der Position langsam dein Bein in die Streckung zu bringen. So wie es für dich möglich ist und wenn es geht, ein kleines bisschen darüber hinaus, dass wir einen kleinen Reiz auf die Muskulatur setzen. Kann auch gerne ein bisschen zittern, ganz normal. Wir halten ein paar Sekunden. Winkel das Bein langsam wieder an, komm in die Streckung und wechsel die Seite. Greif erstmal dein Schienbein und zieh das Bein weit zur Brust. Die rechte Kniekehle fest in den Boden. Verlager deinen Griff nach innen und greif die Oberschenkelrückseite und komm langsam mit dem Bein in die Streckung. Winkel das Bein langsam wieder an und greif dein Schienbein, nimm das rechte Bein dazu. Zieh die Knie weit zur Brust, mach dich schön rund und rolle gerne ein bisschen über der Lendenwirbelsäule hin und her, vor und zurück, wie es sich für dich gut anfühlt. Umgreif dann ein Bein und komm mit einem kleinen Schwung nach oben in den Sitz. Und dann habt ihr es auch schon geschafft für heute. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe,
Es hat alles gut funktioniert und Schritt für Schritt kommt ihr auf jeden Fall weiter. In 2 Wochen geht's weiter mit dem Fokus Oberkörper, Schulter, Gürtel, Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und wünsche euch einen wunderschönen Abend.